Da ist er noch kein. Da ist er noch kein Cyborg. Ja, du bist mir, glaube ich, egal. Naja, dann komm mal ran. Den Zerstörer zerstören. Perfekt, schicke Ohrringe. Na, die hat man doch immer gern, die schicken Ohrringe. Dann gehen wir mal kurz ins Menü. Ich weiß, wir sind schon wieder im Menü, aber ich habe ja gesagt, der gefällt mir, der Drachenangriff. Natürlich haben wir zu wenig blaue Setkugeln. Ja, logisch. Genauso ist es. Wir haben einfach zu wenig blaue Setkugeln. Und ich habe ganz vergessen, dass man ja hier natürlich noch die Sprintentaste drücken kann. Deswegen bin ich die ganze Zeit immer mit normaler Geschwindigkeit geflogen. Wow. Flieg ja hier an allem vorbei. So. Vermutlich haben wir immer noch nicht genug, ne? Hier noch irgendwo welche jetzt? Nee, ne? Ach, ist doch scheiße. ...1700, was haben wir gebraucht? 1800, ne? ...50 Stück noch. Ma. Also den Teil des Spiels hätten sie echt weglassen können. Na gut, wenn man jetzt da privat spielt, ist das natürlich wieder was anderes. Wenn man jetzt ein Let's Play macht. Aber ich glaube auch privat könnte ich darauf sehr gut verzichten. Ja, reicht immer noch nicht. Ist doch scheiße. Ja, und jetzt? Guck ich dumm aus der Wäsche, ne? Ich fliege jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Leuchtturm. Da oben ist ja so ein Ding. Ich will jetzt halt den Ding hier upgraden. Eine! Das ist doch ein Witz, oder? Das ist doch jetzt ein trauriger Scherz, dass mir jetzt eine scheiß Kugel fehlt. Oh, Javi, das ist echt uncool. Das ist echt uncool.
Ja, steht ja hier sogar, stürmt in den Gegner, dann wird ein Schlaghagel entfesselt, der den Bereich umfasst. Ja, man weiß zwar nicht welchen Bereich, aber der Bereich, okay. Deutsche Übersetzung, like Google Übersetzer oder was? Ja, weiß ich nicht. Okay, wie lange nehme ich denn schon auf? Eine Stunde 14? Ich weiß nicht, wollen wir die Jungs da unten nochmal probieren? Stufe 40. Ich bin jetzt seit 46. Also jetzt bin ich ja denen, glaube ich, was haben wir vorhin gehabt? 40 oder 41? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht am Ende der Aufnahme. Wir machen mal jetzt noch die Nebenquests hier und dann schauen wir mal. Ich muss mir dann auch mal langsam Gedanken machen, was ich dann hier nach Dragon Ball mache, weil das Ganze nähert sich ja jetzt halt auch schon dem Ende. Was haben wir jetzt noch? Nicht Charaktere, Story. Wiedererweckten Dragon Balls. Und dann kommt das hier. Und da brauchen wir jetzt halt schon Stufe 55, wird uns empfohlen. Das sind wir jetzt schon zu schwach. Ich glaube, da würde ich tatsächlich hier unten die Jungs nochmal probieren. Ich finde es halt echt idiotisch, dass man das Save-Game neu laden muss. Das macht halt wirklich absolut gar keinen Sinn. Deswegen werde ich jetzt einfach mal speichern. Der hier. Geschlossene Spieldaten. Das war der, den ich geladen habe. Das heißt, den hier jetzt halt überschreiben. So, ich mache ja immer für jede Aufnahme ein neues Save Game. Aus Gründen. Ja, ich hätte vielleicht mal mit voller Energie reingehen sollen. Okay. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Das sieht doch schon sehr viel besser aus. Und Z-Kombo. Oder Einzelkämpfer Dingsbums. Ich weiß nicht, was das heißt. Sonny Singh.
Jetzt kommt der große Big Boy, der keine Lebensanzeige hat, warum auch immer. Ja, komm. Okay, hier kriegen wir ganz gut Setkugeln. Aber ja, wir müssen hier halt auch richtig krass aufhauen. Aber was 5 Level Unterschied und vor allem der Flächenangriff, ne? Was das für einen Unterschied macht. So, 45, ja, da müssen wir wahrscheinlich auch wieder lecker. da müssen wir wahrscheinlich auch wieder lecker drüber sein. Miau, eine Stunde 20. Boah. Ich wollte doch zum Polizeityp. Aber weil sich die scheiß Ansicht von der Map ändert, finde ich den Polizeityp nicht mehr. Huch. Miau. Mann! Der Polizeityp gibt was. Aber wahrscheinlich kriegen wir von dem dann Essensgutscheine. Vita-Drink, Megamasse Stufe 3. Verstehen wir noch nicht, was die bei der Animation von Son Goku verbockt haben, dass der einfach da so random Halsbewegungen macht. Jetzt wollte ich gucken. Gegenstände. Megamasse. Genau, das ist doch das, dass man hier mehr EP bekommt. Das ist, glaube ich, gut. Das müsste ich mir reinziehen und dann ein paar Mal den Piccolo umboxen, dass wir Weihwasser bekommen. Achso, nee. Nee. Das hat man beim anderen gemacht, weil man da direkt die EP bekommen hat und da kriegt man ja dieses scheiß Weihwasser. Also, das verstehe ich auch nicht, dieses System. Dass man da das Weihwasser bekommt, dann muss man das hier die ganze Zeit usen, ne? Immer den Knopf spammen. Bin ich ein bisschen bescheuert. Aber das ist gut, das können wir uns dann mal reinpfeifen. Ich weiß halt nicht, ob das mit drauf zählt, wenn man sich das Weihwasser gönnt. Das wäre mal interessant zu wissen. So, wir haben ja jetzt halt nicht annähernd genug, um hier nochmal irgendwas zu skillen. Nee. Ja, außer grüne Kugeln, weil davon kriegt man ja so viel. Limit Breaker Kamehameha. Super Prügelangriff. Super Drachenangriff. Oh ja, den hätte ich ganz gern. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen sparen für. Ja, die Frage ist, was mache ich jetzt? Wäre eine Möglichkeit, dass ich jetzt die Aufnahme beende und beim nächsten Mal weitermache. Weil hier ist halt Stufe 55. Weiß halt nicht. Können jetzt, ja gut, 65, das ist schon krass. So eine, ja ich glaube, da mache ich es so. Ich werde jetzt, glaube ich, ausmachen. Eine Stunde 20, dann muss ich halt. Wo haben wir dann? Okay.
Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Dann habe ich jetzt halt ein paar Folgen. Dann muss ich die Tage, also am besten morgen oder vielleicht heute noch mal schauen. Optical Store. Owlglass. Ah ja. Alles klar. Capsule. Hoi Poi Capsule. Okay, alles klar. Pass auf, dann machen wir das so. Ich mache jetzt hier aus. Und dann werde ich morgen, also für mich morgen, nicht für euch morgen, werde ich dann ein bisschen reingrinden, Son Goku hier leveln auf die 65 oder vielleicht 70, mal gucken, wie ich Bock habe. Und dann, ja, machen wir in der nächsten und wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich letzten Aufnahme mache ich dann die Nebenstorys fertig und dann war's das erstmal wieder für Dragon Ball, bis der letzte DLC rauskommt. Denn einer soll ja noch kommen. Ne, herunterladbare Inhalte. Das soll es ja noch einen geben. Weil das hier ist ja alles Season Pass 1 und das ist Season Pass 2. Es wurde ja angekündigt, dass es da noch was geben soll. Ich bin mal gespannt, was das sein wird, weil wir haben jetzt ja ziemlich viel, was unter Dragon Ball und Dragon Ball Z läuft. Vielleicht kriegen wir einen kleinen Peak in Super rein. Ja, ich weiß nicht. Und nein, die beiden hier, das ist nicht Dragon Ball Super, weil das hier sind nämlich die Filme Battle of Gods und Resurrection F, welche ja noch unter dem Titel Dragon Ball Z gelaufen sind. Dann haben wir die Geschichte von Trunks, die Geschichte von Bardock. Gibt's sonst noch irgendwelche Sachen? Ich hoffe, die tun nicht irgendwie einen Film adaptieren. Wobei so ein Fight gegen Cooler wäre schon was. Da hätte ich schon Bock drauf. Hoffentlich nicht den Bio-Broly, weil ansonsten deinstalliere ich das Game und dann war's das nämlich. Also, wenn das kommt, dann weiß ich auch nicht. Dann will ich aber auch mein Geld zurück. Okay. Ja gut, dann machen wir das so. Ich mache jetzt hier aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, lasst mich gerne wissen, ob ich jetzt ja die Textboxen von Nebenquests und so, also alles, was halt nicht gesprochen wird, ob ich das ja vorlesen soll oder nicht. Ich habe es jetzt mal in der Aufnahme so gemacht, dass ich es nicht vorgelesen habe und ihr könnt ja beurteilen, was euch besser gefällt. Und je nachdem, wie die Resonanz ausfällt, werde ich mich dann danach richten. Falls ich kein Feedback bekomme, dann ist das auch okay. Ich habe nämlich schon öfters nach Sachen gefragt und dann kam halt kein Feedback. In dem Fall weiß ich nicht. Werde ich es, glaube ich, lassen, weil es für mich doch irgendwie angenehmer ist. Und ja, ich habe halt das Feedback vom Oliver aus der Sicht des Zuschauers und er sagt, ich soll's lassen. In dem Fall steht's dann halt 1:0 für, ich soll's nicht machen und dann werde ich's nicht machen. Okay, ja, okay. Gut, dann bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst und wir sehen uns dann ja in der nächsten Aufnahme. Und Dragon Ball Z Kakarot, welche dann auch vorerst wieder mal die letzte sein wird. Und danach muss ich schauen, was ich mache. Mal gucken. Okay. Ja, dann. Ja, mal sehen, Son Goku. Alles klar. Gut, bis dahin. Tschüss.